Herzlich willkommen hier im Predigt-Podcast der Johannesgemeinde. Wir wünschen dir eine gesegnete Zeit beim Ansehen dieser Predigt. Wer ist eigentlich schuld am Tod Jesu? Wer hat Jesus auf dem Gewissen? Judas? Oder der Hohe Rat? Pilatus, der von der Unschuld Jesu überzeugt war und zu feige war, ein gerechtes Urteil zu sprechen? Oder sind es die Soldaten, Befehlsausführer, Untergebene, gewohnt zu gehorchen? Und deshalb folterten sie Jesus, nageln ihn ans Kreuz, Blut an den Händen. Aber sind sie wirklich schuld am Tod Jesu? Oder sind wir es? Wir, Männer und Frauen, wie Rembrandt es gemalt hat und behauptet hat. Jesus selbst sagt dazu in Johannes 10, darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, dass ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen und habe Macht, es wiederzunehmen. In diesem eindrücklichen Stück wird uns bewusst, Jesus stirbt, damit wir das Leben haben. Jesus nimmt die Sündenschuld aller Menschen der ganzen Welt auf sich. Er trägt sie als das Lamm Gottes, damit wir Vergebung erleben. Jesus hat uns frei gekauft, er hat uns teuer erkauft, er hat uns erlöst, damit wir nicht länger Sklaven der Sünde sein müssen. Paulus schreibt, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wieso? Aus Liebe. Zum Verstehen hilft vielleicht jene Geschichte von jenem kleinen Jungen, der an der Ladentür ein Schild sah mit der Aufschrift Welpen zu verkaufen. Der Junge betrat den Laden und fragte den Besitzer, wie viel die Welpen denn kosten sollen. Der Besitzer sagte, zwischen 30 und 50 Dollar. Der Junge fasste in seine Jackentasche. Er förderte mehrere Münzen zutage und sagte, ich habe 2 Dollar und 37 Cent. Kann ich die Hunde mal sehen? Der Mann schmunzelte und auf sein Pfeifen kam eine Hündin aus der Hütte, gefolgt von 5 bezaubernden, winzigen Hundebabys. Einer der Welpen war deutlich langsamer als die anderen und zog unweigerlich die Aufmerksamkeit des Jungen auf sich. Was fehlt ihm denn? Der Züchter erklärte, der Tierarzt habe festgestellt, dass dieser kleine Hund eine deformierte Hüfte habe. Er wird sein Leben lang hinken, fügte er hinzu. Der Junge sagte mit leuchtenden Augen, den nehme ich. Aber nicht doch, sagte der Züchter, ich kann dir doch keinen lahmen Hund verkaufen. Aber wenn du ihn wirklich haben willst, dann schenke ich ihn dir. Der Junge sah den Mann wütend an und sagte mit entschlossener Stimme, ich will aber nicht, dass Sie ihn mir schenken. Dieser Welpe ist genauso viel wert wie alle anderen. Ich werde dir den vollen Preis bezahlen. Ich habe hier 2 Dollar 37 Cent und werde dann monatlich 50 Cent vorbeibringen, bis ich ihn abbezahlt habe. Aber junger Mann, beschwichtigte jener Züchter den Jungen, du willst doch diesen Hund gar nicht wirklich haben. Er wird nie so mit dir um die Wette rennen, herumtoben und spielen können, wie die anderen das tun. Da bückte sich der Junge, krempelte sein Hosenbein hoch und ein verkrüppeltes Bein kam zum Vorschein, von einer Metallschiene gestützt. Er sah zu dem Hundezüchter und sagte leise, naja, ich kann auch nicht so schnell rennen und der kleine Hund braucht jemanden, der ihn versteht.
Gott sandte seinen Sohn zu uns, um sich mit unseren Schwächen, mit unserer Schwachheit zu identifizieren. Er erlitt Verlust und Schmerz und Ablehnung, Trennung von Gott. Er kam nicht für die Starken und für die Gerechten oder Selbstgerechten. Er kam nicht für die Gesunden, sondern für die Kranken, für die Sünder. Und er bezahlte den vollen Preis. Und für wen tat Jesus das alles? Er tat es aus Liebe für jeden von uns. Ohne Ansehen der Person, ohne Ansehen der Nation, ohne Ansehen der Sprache. Jesus tat es aus Liebe zu uns. Der größte Liebesbeweis, den jemand erbringen kann, ist der, wie Jesus es sagt, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Genau das tat Jesus für dich und für mich. Wieso? Karfreitag und vor allem die Auferstehung ist, damit Menschen wieder Hoffnung haben. Christus hat dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Nicht Elend und Not, nicht Tod, nicht Krankheit soll das letzte Wort in unserem Leben haben. Natürlich nehmen uns diese Dinge immer wieder gefangen, natürlich beschäftigen sie uns, natürlich macht es einen Großteil unserer Zeit und unseres Lebens aus. Natürlich raubt es ein ums andere Mal auch die Kraft. Wir kennen diese Dinge, die uns da bedrücken in unserem Leben. Aber das letzte Wort hat Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Sie haben dafür gesorgt, dass nicht das Bedrückende, nicht das Beschwerliche, nicht die Angst, nicht die Sorge das letzte Wort haben, nicht Sünde und Schuld, sondern Freude, Frieden, Hoffnung, alles überstrahlen. Am allerersten Ostermorgen, als jene Frauen zum Grab kamen und feststellen, hey, das Grab ist schon leer. Und sie sehen diese Männer in weißen Gewändern dort drin sitzen. Und der Engel sagt zu ihnen, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Und seitdem ist klar, ein für alle Mal, selbst der Tod kann Menschen, die an Jesus glauben, nichts anhaben. Selbst die dunkelste Dunkelheit wird ein Ende haben am dritten Tag, weil Jesus auferstanden ist und lebt. Jesus selbst sagte, als sein Freund Lazarus verstorben war, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Und er stellt die alles entscheidende Frage, glaubst du das? Glaubst du das? Glaubst du das wirklich, dass Karfreitag und Ostern zusammengehören? Dass nicht nur das Bedrückende da ist, sondern Ostern geworden ist. Der Ostermorgen leuchtet hell. Ostern zeigt, der Tod ist nicht das Letzte. Es gibt eine Ewigkeit im Himmel und die beginnt hier, heute und jetzt. Sünde braucht uns nicht zu quälen, nicht zu ketten. Vergebung ist erfahrbar. Leid, Folter und Qualen liegen auf ihm. Warum? Damit wir Frieden haben und wir sind durch seine Wunden geheilt. Ostern zeigt, dass Glaube an Jesus wirklich dem Leben Sinn, Halt und Ziel gibt. Er gibt uns Hoffnung und Mut. Ostern zeigt uns, es gibt einen menschenverliebten Gott, der mit uns ist. Es gibt einen erbarmenden Gott, der uns hält. Das gibt Halt. Ostern ist, damit Menschen wieder Mut zum Leben haben. Damit wir sicher sind, hey, Gott liebt uns wirklich, wirklich. Und er will uns. Ostern ist, damit Menschen wieder Hoffnung haben. Das muss man nicht begreifen. Das muss man glauben.
Das muss man auch nicht logisch erklären, aber das kann man erleben. Ostern setzt sozusagen einen Doppelpunkt und wischt damit alle Fragezeichen unseres Lebens weg. Ostern setzt für Christen auch einen finalen Schlusspunkt. Hinter allen Zweifeln steht übermenschlich groß Gottes Macht. Und Ostern ist der Kontrapunkt für alle Skeptiker, Zweifler und für alle Fragenden unter uns. Wir glauben dem Sohn Gottes, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Wir gehören dem Mann von Golgatha. Keine Macht der Welt kann uns von ihm trennen. Ja, Ostern ist, damit Menschen wieder Hoffnung haben. Ostern ist, damit Menschen diese haltende Liebe Gottes erleben. Wir halten uns an Gott, wir klammern uns daran in unserem ganzen Leben. Wir sind geliebt, aber wir werden vor allem auch von ihm gehalten. Und das gibt Halt. Das ist ein Geheimnis, das jeder Glaubende kennt. Ich schließe mit einem alten Lied, das Johann Christoph Blumhardt 1852 geschrieben hat. Und er weiß, dass nichts und niemand stärker ist als Jesus selbst. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein wird die ganze Welt. Denn alles ist nach seines Todes Nacht in seine Hand gestellt. Nachdem am Kreuz er ausgerungen, hat er zum Thron sich aufgeschwungen. Ja, Jesus siegt, ja, Jesus siegt. Ja, Jesus siegt, obschon das Volk des Herrn noch hart da niederliegt. Wenn Satans Pfeil ihm auch von nah und fern mit List entgegenfliegt, löscht Jesu Arm die Feuerbrände, das Feld behält der Herr am Ende. Ja, Jesus siegt. Ja, Jesus siegt, seufzt eine große Schar noch unter Satans Joch. Die sehnend hart auf das Erlösungsjahr, das zögert immer noch. So wird zuletzt aus allen Ketten der Herr die Kreatur erretten. Ja, Jesus siegt, ja, Jesus siegt. Ja, Jesus siegt, wir glauben es gewiss und glaubend kämpfen wir. Wie du uns führst durch alle Finsternis, wir folgen Jesu dir, denn alles muss sich vor dir beugen, bis auch der letzte Feind wird schweigen. Ja, Jesus siegt, ja, Jesus siegt. Der Herr ist auferstanden. Halleluja. Amen.